Kräutersenf aus frischen Kräutern, das ist echte Feinkost. Leider habe ich so etwas noch nie in irgendeinem Supermarkt gesehen. Dort bekommt man, wenn überhaupt, Kräutersenf mit getrockneten Kräutern. Welche Kräuter ich für meinen selbstgemachten Kräutersenf verwendet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Und warum der Senf so richtig nach Senf aussieht und so eine tolle Farbe hat, das erfahrt ihr ebenfalls in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Wenn ihr diesen oberleckeren Kräutersenf nachmachen möchtet, müsst ihr natürlich erfahren, welche Zutaten ich verwendet habe. Da wären 200 Gramm Senfkörner, 40 Gramm frische Frühlingszwiebeln, 15 Gramm frischer Dill, 3 Gramm getrocknete Petersilie, selbst getrocknet, 380 Milliliter Kräuteressig, 1 Spritzer Zitrone, 100 Milliliter Wasser, 4 Teelöffel Kurkuma, Salz und Zucker. Alle Zutaten vorbereitet und auf einen Blick. Als erstes müsst ihr die Senfkörner gut mahlen. Vorsichtig beim Mahlen, Senfkörner werden schnell heiß und dann verkleben sie. Dann lassen sie sich nicht mehr so gut aufquellen. Dann ab in eine Schüssel und den Essig und das Wasser hinzugeben. Alles gut verrühren. Diese Mischung muss nun 1,5 bis 2 Stunden quellen. Dann gebt ihr die Mischung wieder in den Standmixer und dazu die frischen Kräuter und die getrocknete Petersilie. Jetzt alles nochmal gut durchmixen, bis die Kräuter fein genug sind. Die Konsistenz danach ist natürlich Geschmackssache, für mich war es zu flüssig. Ich habe den Senf deswegen nochmal kurz köcheln lassen. Wenn ihr das auch so machen möchtet, seid vorsichtig. Erstens wird er schnell heiß, zweitens brennt er schnell an und die Flüssigkeit verdampft ziemlich schnell. Jetzt sorgen wir für die Farbe. Die 4 Teelöffel Kurkuma kommen jetzt hinzu, gut verrühren und jetzt schaut mal, wie der Senf die Farbe annimmt. Dann müsst ihr nur noch die restlichen Gewürze hinzufügen: Zitrone, Salz und Zucker. Nach kurzer Zeit ist der Senf schön eingedickt und nun schaut mal, wie schön die Konsistenz ist. So gefällt mir Senf. Und dann geht's ans Abfüllen. Die Zutaten und diese Zubereitungsart ergeben ca. 575 Milliliter. Ich habe sie mit einem Spritzbeutel in 3 175 Milliliter Gläser und in ein kleines 50 Milliliter Glas gefüllt. In den Gläsern waren kleine Lufteinschlüsse. Klopft einfach mit den Gläsern so lange auf den Tisch, bis die Lufteinschlüsse weg sind. Da ich frische Kräuter, also sozusagen Rohkost, verwendet habe, koche ich den Senf in den Gläsern nochmal ein. Und da sind Lufteinschlüsse eher hinderlich. Vor dem Verschließen kontrolliere ich nochmal den Rand und mache ihn gegebenenfalls sauber. Jetzt werden die Gläser noch 90 Minuten eingekocht. Und dann ist der Senf fertig und sieht so aus. Und er sieht nicht nur gut aus, sondern ich kann euch versichern, er schmeckt auch sehr lecker. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachmachen. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.